Lady Tatiana Mountbatten hat am Samstag in einer aufwendigen Zeremonie in der Winchester Cathedral ihren Business-Startup-Freund Alexander, Alec, DRU geheiratet, heißt es in Berichten. Die 32-jährige Tochter des Marquess of Milford Haven, der ersten Cousine des verstorbenen Prinzen Philip, wurde fotografiert, als sie aus ihrem Hochzeitsauto stieg, als sie am Veranstaltungsort ankam. Traditionsgemäß trug Lady Tatiana beim Betreten der Kathedrale einen Gesichtsschleier. Sie wählte ein weißes, bodenlanges Brautkleid mit Flügelärmeln. Gepaart mit einer Schärpe. Bilder von dem Tag zeigen eine von Prinz Harrys Ex-Freundinnen Cressida Bonas, die sich auf den Weg zur Zeremonie macht. Im Januar enthüllte Lady Tatiana, dass Herr DRU ihr einen Heiratsantrag gemacht hatte, während das Paar im Skiurlaub in den Alpen war. Lady Tatiana, eine entfernte Cousine der Königin, verlobte sich mit dem Unternehmer Mr. DRU im Schweizer Ferienort Verbier. Ihre königlichen Freunde, die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie, waren ebenfalls anwesend, um zu feiern. Lady Tatianas enge Freundin Violet Manners, Tochter des Herzogs und der Herzogin von Rutland, die zur gleichen Zeit in Verbier Urlaub machten, teilte ihre Glückwünsche ebenfalls in den sozialen Medien. Sie schrieb, ja. So glücklich, dass ich euch beide diese Woche strahlend sehen durfte. Große Liebe XXXX. Als Lady Tatiana auf Instagram über die Verlobung berichtete, gehörte Frau Bonas zu denen, die dem Paar zu der Nachricht von ihrer Verlobung gratulierten und schrieb, Schönheiten. Frau Bonas, die 2 Jahre lang mit Prinz Harry ausgegangen war, trug zur Hochzeit von Lady Tatiana einen locker sitzenden fuchsiafarbenen Faltenrock und eine dunkelblaue Jacke. Ihr Ehemann Harry Wentworth Stanley ist der Stiefbruder von Lady Tatiana. Frau Bonas trennte sich 2014 von Prinz Harry und nannte seitdem den Druck, seine Freundin zu sein, als Grund für die Trennung.